In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, Mensch. Nina. Ich hab jetzt beide. Die hat aber beide Handys an. Ich glaube, die hat bei dir YouTube angemacht. So, hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal wieder unseren Einkauf zeigen. Wir waren bei Lidl kurz, bei Rewe und beim Türken. Moment. Guck, was für eine Sprache ist das? Ich glaube, Niederländisch. Also wir haben einmal Hackfleisch gekauft, 1,5 Kilo. Ah, Karton habe ich vergessen. Ach so. Ja, da hättest du aber zum Bauhaus müssen. Dann war ich ganz kurz bei Lidl. Nee, das war das Größte. Ich habe den Schrank nach vorne geschoben. Ich habe keine Angst. Dann haben wir hier zweimal Frischkäse habe ich gekauft. Dann dreimal Kaffee Latte mit Vanille und Kaffee Latte Macchiato. Ich bin momentan total müde durch die Schwangerschaft, deswegen ist das ganz gut morgens, vor allem wenn es warm ist. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir beim Türken so frischen Käse gekauft. Das ist jetzt was für ein Käse. Börekpede, das ist für Börek, Poacher, also diese Teigtaschen sozusagen. Also schmeckt sehr, sehr gut. Dann habe ich Kartoffeln gekauft. Wir wollten eventuell morgen Kumpel machen. Ich habe ein Paket bekommen von der Packstation. Das ist schon auf Seite. Dann haben wir eben mitgenommen zweimal arabisches Brot. Nicht platzen. Nicht platzen. So. Und zuletzt Joghurt. Dann kommt die nächste Tüte. Wir haben übrigens auch ganz viel Wasser gekocht. Ganz viel Sprudelwasser. Danach haben wir stilles Wasser geholt. Und dann noch Klopapier und Küchenrolle. Das muss ich aber jetzt nicht zeigen. Dann habe ich eigentlich für Kumpel diese Mini-Würstchen mitgenommen. Lina hat jetzt ein bisschen gegessen, wie man sehen kann. Dann hat Lina wie immer hier Donuts bekommen. Aber diesmal haben wir nur 3 Stück mitgenommen, weil sie das gar nicht isst. Die hat sie auch nur bis halbe gegessen. So, dann haben wir hier einmal Toastbrot. Erdbeeren, die haben so lecker gerochen. Aber die riechen so gut. Ach, die haben 3 Euro gekostet, aber die riechen so gut. Dann habe ich voll Lust auf diesen Salat bekommen, aber ich dachte nur, wir bewahren das jetzt auf für morgen. Und dann tue ich das mit ins Kumpel rein. Das haben wir bei der Selbstbedienungstheke geholt. Dann haben wir 3 Tüten Tomaten-Mozzarella-Auflauf gekauft. Es gibt gleich auch bei uns Tortellini. Oh, der hat Lust drauf. Dann habe ich mitgenommen Geflügelmortadella. Da hatte ich total Lust drauf jetzt. Tortellini, 4 Käse. Ich hole immer die aus der aus der Kühltruhe. Also aus dem Kühlschrank. Weiterquark für Kumpel morgen. Dann einmal Brot. 2 Mozzarella. Ne, 3 Gurken. Einmal Müllbeutel. Möhren, 2 Milch, 4 Schlagsahne, 2 Gouda, auch für morgen. Dann haben wir Bananen mitgenommen, dann eine Geflügelfleischwurst, Mozzarella. Nina hat sich diese Center Shocks ausgesucht. Und zum Schluss Schlagsahne. Das war's auch. Insgesamt haben wir, glaube ich,
70, 80 Euro ausgeben. Ja, das war's auch. Tadam, unsere Brandnussbox ist da. Eis. Ja, das ist Eis, ne? Eis, Eis. Willst du auch ein Eis? Gleich, okay? Ups. So, und zwar haben wir hier einmal Chili con Carne drin. Eis. Dann einmal Tee mit Waldfrucht, bärig und fruchtig. Dann haben wir hier einmal Day Up Fruits Joghurt Snack, Banana, Natural Joghurt, Birne, Blaubeere, Quinoa und ich denke mal Weizen. Wie man mich da hinschätzt. Dann haben wir hier Söhnlein White Ice, das ist aber mit Alkohol, keine Ahnung. Ich denke mal was für Aude. Dann haben wir hier Kirschbier, okay, habe ich auch noch nie gehört. Dann haben wir hier was von den frischen Freuden und zwar frischer Couscous, buntes Gemüse. Das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Seht ihr das? Ich will es jetzt nicht essen, aber vielleicht Lina. Ich muss mal schauen, ob die Lust drauf hat. Dann haben wir noch von Helens Biotopping gemahlene goldene Leinsamen. Für Müsli, Joghurt, Smoothies, Früchte, Quark und Porridge. Dann haben wir hier, also die Box diesmal gefällt mir ganz gut eigentlich. Lakritzschaum. Ich stehe ja voll auf Lakritz momentan, aber ich weiß, in der Schwangerschaft darf man nicht zu viel essen. Ich glaube 125 Gramm pro Woche oder pro Tag, ich weiß nicht mehr. Aber mehr auch nicht, habe ich gelesen. Ja, aber jeden Tag ein, zwei Stück darf man sich bestimmt gönnen. Dann haben wir hier nochmal das gleiche. Hier ist drin Apfel, Erdbeeren, Kirschen, Joghurt, Weizen und Linsen, glaube ich, oder? Da ist auf jeden Fall kein Zucker drin. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Passt ja perfekt mit meinem Zahn. Dann haben wir hier einmal so Snackdinger. Das sind diese grünen Dinger und die schmecken gar nicht. Das landet im Müll. Ja? Willst du das mal probieren? Okay. Dann haben wir hier, was ist das denn? Öl, einmal Trüffel, Lemon Garlic und Rosmarin. Dann haben wir da Brot. Hier haben wir Trinkmilch mit Gurke, Spinat, Zucchini, Meersalz. Oh, das ist gar nichts für mich. Ich mag da eher Obst anstatt Gemüse. Und hier haben wir ein Biermischgetränk, Oberbärig. Da bin ich mal gespannt, wie das schmecken soll. Mit Kiwi, Honig, Melonengeschmack. Da bin ich mal gespannt, ob das auch der schmeckt. Was willst du? Das? Nein. Das? Ja, das. Ja, dann probier mal, bitteschön. Da. Ja, das habe ich auch noch hier erwischt. Das war auch noch mit drin. Das ist so ein Riegel mit Hanf-Sauerkirsch. Ist im Ofen gebacken, ohne Zusatzstoffe und handgemacht. So, hallo ihr Lieben, lange nicht mehr gesehen. Wir fahren jetzt mit einer Freundin von mir nach Wesseling zur Action. Schatz, das machen wir auf Postas. Und ja, wir müssen nur den Kindersitz aus dem Auto rausholen. Genau. Also genau. Nee, ich traue mich nicht. Ich muss die ganze Rennen musst. Ja. So ihr Lieben, wir sind jetzt fertig mit Action. Wir haben ein paar Sachen gekauft und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hingehen. So, wir sind jetzt in St. Augustin mit der Susan und die Kinder verstehen sich ganz gut. Die laufen Hand in Hand. Ich zeige euch das noch von hinten, aber ich habe Angst, dass sie sich umdrehen. Hat auch Jürgen? Ah. Man sieht nur von hinten. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Black. Wir waren gerade bei Toys R Us und danach gucken wir, was es in diesem Einkaufszentrum gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Glaubst du mir das? Wie heißt das? Puma. Puma Einkaufszentrum. Aber sieht richtig hochdingens aus, hochwertig.
Ja, also bis gleich. Also. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Wir fahren jetzt auch zurück. Die Kinder sind so anstrengend geworden. Ja, die haben jetzt ein bisschen da gespielt. Wir waren kurz bei Teddy und Lina hatten zum Dingens bekommen für ihre Puppe. Bad. Das zeige ich euch aber gleich. Und ich habe ein neues Leuchtkasten gekauft. Für 5 Euro war der reduziert von 10. Ja. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause, glaube ich. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Wir haben auf jeden Fall sehr Hunger. Und zu Max oder so wollen will ich auch nicht. Ich glaube, wir holen uns 2 Pizzen. Mal schauen. So, wir sitzen jetzt hier im Garten und hier werden wir Sonntag auch grillen. Wir haben gerade lecker gegessen und hier läuft jetzt eine Seifenblasenmaschine. Hier sind übrigens Gänse und Hühner. Total süß. Die sind da hinten. Und da ist auch sowas wie ein kleiner Teich. Was ihr das jetzt seht. Genau. Richtig schön hier. Ich freue mich schon auf Sonntag. Ja, die Kinder spielen jetzt auf jeden Fall. Und die verstehen sich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Das freut uns natürlich umso mehr. Ja, wir sind jetzt auch schon seit 14 Uhr zusammen. Ey, nicht streiten, ne? Lina, lass das, das läuft automatisch. Ja, wir sind schon seit 14 Uhr zusammen und wir haben schon 19 Uhr. Also 5 Stunden. Na, wir haben auch echt viel unternommen. Lass das bitte, danke. Ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich bei euch, wenn wir zu Hause sind. Ich muss jetzt aufpassen. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich bin kaputt. Wir waren ja noch im Garten. Geh mal weg, der Schatzi. Ich zeige euch mal, was wir alles gekauft haben. Ich muss kurz die Tüten reinschnitten. Und so habe ich bei Pick für Lina diese Badewanne gekauft. Ups, ich setze mich mal so hin. Die finde ich auch total cool. Das ist so eine Badewanne. Dann ist da ein Shampoo dabei. Eine Trinkflasche. So ein Tellerchen. Eine Gummiente. Ein Löffel. Eine Gabel, eine Toilette und ein Schnuller. Das hat 5 Euro gekostet. Dann wollte ich euch nochmal zeigen, was wir bei Action gekauft haben. Lina will ja seit Tagen M&M's haben und die kosten 3,99 bei Rewe, habe ich gesehen. Und ich finde das echt ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich jetzt so eine kleine Päckchen geholt. Die sind dann auch perfekt für unterwegs. Dann habe ich für Auda diese Muffins mitgenommen, bei Liebdi. Dann habe ich für die kleine Mulltücher mitgenommen. 3 Stück für 2,25 Euro, glaube ich. Dann fürs Auto so ein Organizer. Da kann man auch das iPad reintun, wenn sie dann Filme gucken möchte. Dann habe ich 2 Packungen von diesen. Ich habe so Lust seit Wochen drauf. Ich habe es nirgendwo gefunden und die gab es jetzt im Angebot für 2,50 Euro. Dann habe ich welche mitgenommen. Dann meinte meine Freundin, dass die sehr gut schmecken. Das probieren wir gleich dann auch mal. Dann für uns Zahnstocher, wir haben keine mehr. Zeig mal. Dann haben wir diese, kennt ihr das? Nina steht wohl momentan drauf. Das hat 3 Euro gekostet. Die durfte sich was aussuchen. Dann habe ich für den Kühlschrank so das hier geholt. Da kann ich dann aufschreiben, was wir noch brauchen. Das ist einmal für zum, was man noch tun muss und das einmal fürs Shoppen. Also wenn man Brot, Butter oder so braucht. Dann nochmal Mulltücher. Dann habe ich für unseren Hackfleisch diese Tüten mitgenommen. Dann hat Nina 2 Badezusätze bekommen. Und die riechen genauso wie die von Primark, finde ich. Und dann habe ich noch 2 Packungen von denen hier mitgenommen. Das meiste ist ohne Gelatine hier drin und das soll ich meiner Mama geben. Die fliegen ja bald in den Urlaub. Ja, das war's auch. Oh, und wir sind fix und fertig. Sonst ist auch noch rausgefahren. Und ja, nicht jetzt, morgen, ja? Genau, Lina geht jetzt auch gleich schlafen. Wir haben jetzt 20 Uhr und mal schauen, heute werde ich bestimmt nichts mehr machen. Also war es das mit dem Vlog, würde ich sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Passt auf euch auf, habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!
So Leute, ich habe euch vergessen, das zu zeigen. Das haben wir auch noch gekauft für 5 Euro nur. Und damit wollte ich jetzt das Video drehen, wie wir unsere Kleine nennen werden. Ich schau mal, wie wir das machen können. Ja, machen wir mal auf. Ich habe jetzt alles aufgeräumt hier. Und Lena geht jetzt auch schlafen. Ne, mein Schatz? Na? Wie?